Hi ihr Lieben und willkommen zu einem weiteren Book Haul von letztem Jahr. Ich versuche hier gerade so ein bisschen aufzuholen, was alles letztes Jahr bei mir einziehen durfte und mixe da auch so ein bisschen meine Lese-Challenge, nein, nicht meine Lese-Challenge, meine Kauf-Challenge von letztem Jahr mit rein, ob ich die denn eingehalten habe oder nicht. Falls ihr den letzten Book Haul nicht gesehen habt, ich fasse euch nochmal die No-Buy-Challenge von mir zusammen von letztem Jahr, eigentlich auch von diesem Jahr, könnte man sagen. Und zwar, ich möchte nur Bücher kaufen oder als Rezensionsexemplar anfragen, die Folgebände sind. Und es darf maximal, also Folgebände von Reihen, die ich halt schon angefangen hier habe, und keine Massen-Shopping-Eskapaden. Und maximal eine Neuerscheinung pro Monat kaufen, meinetwegen auch anfragen. Aber dass ich das im Rahmen hält und dass ich dann nicht wieder irgendwie 20 erste Bände kaufe und mir denke, ich muss alle Folgebände kaufen. Ihr versteht. Möglichst reduziert, aber nicht komplett gar nichts, weil das schafft kein Mensch. Zumindest nicht, was Bücher angeht, wenn man ein Büchernerd ist. So, wir, also sagen wir so, ich wollte ursprünglich einfach mal einen großen Haul machen, so von, was habe ich aufgeschrieben, von April bis September 2019. Ich habe dann festgestellt, das ist ein bisschen viel, deswegen so kleine Happen. Wir machen jetzt weiter mit Juli, August und September. Ja, im Juli dürfte bei mir einziehen. Einmal als Leseexemplar. Ich muss dazu sagen, ich habe halt in einer Buchhandlung gearbeitet und die Leseexemplare, die keiner wollte, die keine Kollegen wollten, die keine Bibliothek wollte, die habe ich dann halt mal durchgeguckt und das mitgenommen, was ich gerne hätte. So. Und zwar, als Leseexemplar habe ich bekommen Love to Share, weil meine Kolleginnen keine Romane bzw. keine Liebesgeschichten mögen. Ich ja eigentlich auch nicht, aber ich will mich da so ein bisschen rantasten und das klang echt süß. Und ich habe dann im Nachhinein dann auf BookTube erfahren, dass das irgendwie voll vielen gefallen hat. Also ich habe das dann ständig gesehen und ich hatte das die ganze Zeit da und dachte so, ich hatte es zuerst, aber ich habe es nicht gelesen. Verdammt! Aber wenigstens scheint es gut zu sein. So, und zwar geht es um zwei, die sich die Wohnung teilen. Denn Wohnungen sind sehr, sehr teuer, wie man weiß. Und der Junge, hat er auch einen Namen eigentlich? Leon arbeitet nur nachts und Tiffy ist das Mädel, das arbeitet nur tags. Und die kommen auf die Idee, eigentlich können wir dann auch eine Wohnung teilen, weil wir uns dann sowieso nie sehen. Und ist die Wohnung auch immer besetzt und gut und günstig, ne? Und sie lernen sich dann quasi über kleine Zettelchen und Nachrichten dann kennen, weil sie ja irgendwie kommunizieren müssen und verlieben sich dann ineinander. Und es klang irgendwie so aktuell und so witzig, dass ich das einfach mal lesen wollte. Wenn ich mich schon an Romance rantraue, dann halt so. Wobei ich dann wieder sagen muss, ich nenne es nicht New Adult, weil für mich ist New Adult einfach eine neu eingeführte Altersspanne. So wie Kinderbuch, Jugendbuch, Erwachsenenbuch quasi. Aber Kinderbuch geht ja quasi bis 12, Jugendbuch so von 13 bis 18 oder 13 bis 16, sagen wir so, 13, 17, wie auch immer. Erwachsenenbücher, die sind aber meistens dann schon so 30 bis, keine Ahnung. Und dazwischen, die jungen Erwachsenen, die hatten nie eine richtige Altersspanne bei Büchern und deswegen haben sie die bekommen. Aber junge Erwachsene, die gibt es im Horrorbereich, die gibt es im Thrillerbereich, die gibt es im Romance-Bereich, im Erotikbereich, im jedem Bereich. Deswegen kann man das eigentlich nicht als Genre sehen, finde ich. Ja, habe ich schon mal, glaube ich, angesprochen. Das ist für mich also ein Romance, ein aktueller Contemporary Romance und kein New Adult, nur weil die in dem Alter sind. Also New Adult ist es vom Alter natürlich auch, aber das Genre ist immer noch Contemporary Romance. So. Kein Fantasy auf jeden Fall. So. Dann habe ich mir eine Dystopie. Da könnte man jetzt auch sagen, dass das New Adult wäre, weil es auch junge Erwachsene sind. Merkt ihr, was ich meine? So. Auf jeden Fall habe ich mir dann eine Dystopie gegönnt als Leseexemplar. Die habe ich aber tatsächlich angefordert. Weil ich wollte sie unbedingt lesen. Und zwar Dry von Jared und Neil Schusterman. Ich glaube, da muss ich nichts mehr zu sagen. Wenn ihr meinen Kanal kennt, dann kennt ihr mein Profilbild. Und dann habt ihr von Scythe von Neil Schusterman schon mal was gehört. Oder solltet es zumindest. Und sein Sohn hat jetzt auch ein Buch geschrieben. Und er hat ihm so ein bisschen geholfen.
Es ist ein Einzelband und es geht darum, dass in Amerika von heute auf morgen kein Wasser mehr verfügbar ist. Und was macht das mit den Menschen? Wozu sind sie bereit? Was macht das mit der Psyche, wenn man plötzlich von heute auf morgen um das nackte Überleben kämpfen muss? Weil sie haben ja eigentlich nur 2, 3 Tage Zeit, weil sonst sind sie verdurstet. Und das ist so gruselig nah an der Realität, weil ich habe vor, glaube ich, 10 Jahren eine schon da veraltete Reportage in der Schule geguckt über Süßwassermangel in Europa, worüber kein Mensch redet oder sich Gedanken macht, vor allem nicht die Politiker. Und dann kam einfach da schon raus, dass wir irgendwie nur noch 10-20% Wasser haben. Und das war ja schon damals alt. Und es wird nicht besser. Es wird nicht besser. Wir haben jetzt schon Süßwassermangel. Und trotzdem sehe ich noch Leute, die wie die Irren damit putzen, Auto waschen und sonst was. Und ich kriege die Krise. Habt ihr eigentlich eine Ahnung, wie kurz davor wir eigentlich vor dieser Apokalypse hier sind? Nein, die meisten wissen es nicht. Ja, von daher. Das werde ich aber im Sommer lesen. Das werde ich nicht jetzt im Winter lesen, weil dann habe ich einfach kein Feeling dafür. Weil ich friere und es geht darum, dass sie vor Hitze vertrocknen und verdursten. Dann kann ich nicht mit Tee im Winter bei Kälte das lesen. Das funktioniert nicht. Ich glaube, Sandra hat das auch noch nicht gelesen aus diesem Grund. Oder? Sandra, sollen wir das zusammen lesen? Im Sommer, wenn es heiß ist. Das wäre vielleicht mal eine Idee. Aber nur, wenn du damit klarkommst, dass ich nicht ganz so schnell lese. Wobei, es ist Schusterman. Also vielleicht schaffe ich das sogar. Deswegen, ich habe ja sonst Lesegruppen ziemlich abgeschworen, weil ich einfach für jeden zu langsam bin. Traurig. Aber bei Schusterman könnte das funktionieren. Deswegen, Sandra, melde dich mal. So. Apropos Schusterman. Es geht weiter. Ich habe bekommen als Rezensionsexemplar, also diesmal vom Verlag direkt, Band 2 von Vollendet. Band 1 habe ich schon. Ich glaube, die Rezension habt ihr noch nicht gesehen. Vielleicht habt ihr sie schon gesehen, wie auch immer. Es ist für mich Jugendbuch-Horror. Also, ja, er hat sich mal wieder übertroffen. Wobei, Scythe ist die neueste Reihe gewesen. Das hier kam vorher raus. Es kam schon mal als Hardcover Band 1, 2 und 3 raus in Deutschland. Band 4 nur als E-Book, meine ich. Oder nur in der winzigen Auflage als Hardcover. Aber nee. Band 3 kam, glaube ich, nur in winziger Auflage oder als E-Book raus. Und Band 4 wurde gar nicht übersetzt. Das wurde dann abgebrochen, weil es keiner gekauft hat, weil ihn keiner kannte. Dann hatte er jetzt aber mit Scythe so einen Riesenerfolg. Und Scythe 3 wurde ja verschoben, weil er vor lauter Interviews weltweit und Preisen und sonst was nicht mehr zum Schreiben kam. Und dann haben sich der Fischer Verlag gedacht, hey, dann legen wir die alte Reihe wieder neu auf. Und zwar diesmal alle 4. Das heißt, der 4. ist dann auch das erste Mal dann auf Deutsch erschienen. So. Ich finde die Cover unfassbar hässlich, die neuen. Aber ich verstehe schon, warum das so gemacht wurde. Weil es ist ein bisschen angelehnt an... Jetzt habe ich schon wieder den Titel vergessen. Band 2 heißt die 12. Ich blende euch mal das Cover ein, dann... Wisst ihr, was ich meine? Also am besten mache ich es hierher, weil dann könnt ihr es vergleichen. Ich finde, die sehen sich ziemlich ähnlich, so die Cover. Und es ist halt eine Dystopie mit Horrorelementen und es geht um Kinderexperimente. Beziehungsweise es wurde... Muss ich euch wirklich erzählen, worum es geht? Es geht um die Frage Abtreibung, ja, nein. Es wurde beschlossen, jeder muss das Kind bekommen, aber zwischen dem 13. und 18. Lebensjahr kann man das Kind dem Staat spenden zur Körperspende. Und sie gehen davon aus, ja, du bist ja dann nicht wirklich tot, du lebst ja dann in den, die deine Körperteile bekommen, wieder weiter und trägst was zur Gesellschaft bei. Dass die Leute, also dass die Jugendlichen dann aber gejagt und gefoltert werden, was es mit denen macht, wenn sie wissen, sie werden gespendet. Und generell der ganze Horror und die Flucht und das Zerstückeln und was das mit dem Weiterleben vor sich hat. Puh, ich krieg schon wieder die Gänsehaut, wenn ich dran denke. Ah, also wenn irgendjemand Jugend-Thriller-Horror möchte, bitteschön, lest Vollendet. Ah, das mich macht fertig. Und dann habe ich auch vom Verlag bekommen, im selben Päckchen, Band 4. Und dann war ich verwirrt. Und im Endeffekt, Band 3 ist verschollen gegangen, sie hatten einen Systemfehler deswegen, aber... Ja, das war ein bisschen irritierend. So, ja, Leute, es ist ja schön, wenn ich Band 4 kriege, aber was ist mit Band 3? Hä? Ja, whatever. Auf jeden Fall richtig krasse Reihe. Ich
Ich muss mich da seelisch noch drauf vorbereiten, dann weiterzulesen. Aber ich will erst Band 1 nochmal schön besprechen. Ach, ich hänge so hinterher. Das tut echt weh. Wie auch immer. Dann habe ich auch vom Fischer Verlag bekommen. Wie ihr seht, der Fischer Verlag ist mir nicht sauer, möchte ich nochmal betonen. Ich weiß selber, dass ich mich mal beeilen sollte, aber scheinbar ist es okay. So. Aber andererseits, wenn ich es als Leseexemplar für die Arbeit angefragt hätte, hätte ich es sowieso bekommen. Also ich mache sowieso Werbung, ob Internet oder in Real Life. Ist eigentlich egal, es kommt auf jeden Fall dem Verlag zugute. So, Mortal Engines, Band 3 und Band 4, der letzte Band. Übrigens, vollendet hat auch 4 Bände, ne? Band 3 ist der grüne Sturm und Band 4 die verlorene Stadt. Ich habe noch nichts gelesen davon, ich weiß noch nicht, wie es weitergeht. Ihr habt vielleicht im November, Dezember den Film von Philip Reeve, nein, Philip Reeve ist Autor, von, ich weiß nicht mehr, wie der Regisseur heißt, auf jeden Fall der Macher von Herr der Ringe und der Hobbit, hat das Ganze verfilmt. Es war ein krasser Film, aber sie haben leider im Film, um ein Happy End zu kreieren, die Bösewichte ausgetauscht. Und dann haben so einige Sachen keinen Sinn mehr gemacht. Und sie haben auch was weggelassen, was ich sehr schade fand. Deswegen lest die Bücher, die sind sehr viel besser. Und ich hatte Lana, also Wortfieber, zum ersten Band quasi überredet, weil ich so begeistert davon war. Und dann wollte sie mit mir halt Band 2 lesen, so. Dazu kam mir immer noch nicht, wegen zu vielen Lesegruppen und Zeit und Leseflaute und, ne, viel Zeug. Und dann hat sie den ersten Band einfach an einem Tag verschlungen, weil sie ihn so gut fand. Total cool. Aber so ging es mir auch. Ich konnte nicht mehr aufhören. Es war so gut. Ja, und ich freue mich riesig, die Reihe dann weiterzulesen. Ich will Band 2 endlich lesen. Lana, wann hast du Zeit? Wir müssen das hinkriegen. Ja. Und das letzte Buch ist wieder ein Leseexemplar. Und zwar habe ich mir mitgenommen Vanitas von Ursula Posnanski. Es ist der Anfang einer Reihe und das ist diesmal kein Jugendbuch, sondern ein Erwachsenen-Thriller. Deswegen ich auch so ein bisschen Angst davor habe, aber es ist nicht so dick. Und im Grunde geht es darum, dass eine Frau geflohen ist und jetzt als Blumenhändlerin arbeitet und dann findet sie eines Tages einen Blumenstrauß, der in der Sprache der Blumen eine eindeutige Drohung ist. To be continued. I don't know. Aber mit Blumen könnte es interessant werden. Aber ich hoffe, es wird nicht zu hart. Ich sollte doch eher Erebos vorlesen. Es hat aber nur 370 Seiten. Habt ihr das schon gelesen? Ist das gut? Ist das für meine Nerven noch verkraftbar? Ihr kennt mich, ich bin ein Angsthase. So, das war der Juli. Jetzt muss ich gerade mal selber gucken. Hilfe. Also, wenn man es genau nimmt. Vollendet und Mortal Engines waren Reihenfortsetzungen. Das war okay, dass ich es mir angefragt habe. Dry war zwar kein angefragtes Rezensionsexemplar, sondern ein angefragtes Leseexemplar. Wenn wir es trotzdem mal zählen würden, hätte ich einen Neuzugang, also einen für meine Challenge. Eine Neuerscheinung, das wollte ich sagen. Was okay ist. Und die anderen zwei waren, wie gesagt, Geschenke-Leseexemplare. Die sind ganz aus Versehen bei mir gelandet. Da habe ich gar nichts damit zu tun. Deswegen eigentlich habe ich meine No-Buy-Challenge auch in diesem Monat eingehalten. Lassen wir das mal so stehen. Dann kam der August und der ist sehr schnell abgehandelt. Band 3 von Fullended kam an. Auch das zählt für meine Challenge quasi als 0, weil war vollgebannt. Und den brauche ich ja, sonst kann ich ja Band 4 nicht lesen, ne? Genau. Das war der August schon. Und dann kommen wir zum September. Der ist auch relativ schnell. Als Rezensionsexemplar, aber als Folgeband, habe ich diesen Schatz hier bekommen. Die Chroniken von Azur, Band 3 von Bernhard Henn. Muss ich dazu was sagen? Nein, muss ich nicht. Diese Bücher sind die ganze Zeit nominiert für den Deutschen Fantastikpreis. Haben es teilweise auch schon gewonnen. Und ich war so begeistert von Band 1. Ich konnte gar nicht mehr aufhören, meine Rezension aufzunehmen. Die wurde, glaube ich, irgendwie 30 Minuten lang. Egal. Schaut sie euch an. Wenn ihr Fantasy mögt, schaut diese Rezension an. Ich spoiler nicht, ich schwärme nur unendlich lange. Ja. Deswegen sage ich da gar nicht viel dazu. Ich habe Band 2 immer noch nicht gelesen. Ich habe Band 2 angefangen. Aber weil ich die Rezension einfach nicht drehen konnte,
weil ich so viel erstmal verarbeiten musste, habe ich dann halt Band 2 abgebrochen, damit ich nichts vermische. Und es wird ganz dringend Zeit, dass ich Band 2 jetzt lese. Ja, und dann Band 3. Ich freue mich riesig. Ich weiß schon, dass es mir gefallen wird. Es muss mir gefallen. Band 1 war episch. Ja, genau. So, dann ist eingezogen als angefragtes Leseexemplar, weil ich sehr neugierig war, nachdem ich das auf Instagram und YouTube ständig gesehen habe. Von Katharina Herzog. Faye, Herz aus Licht und Lava. Aus dem Löwe Verlag. Ist, glaube ich, ein Einzelband. Und ich finde es sehr schön, dass hier ist tatsächlich mal kein Schutzumschlag. Es wurde auf diesen unnötigen Papiermüll verzichtet und es wurde einfach direkt aufs Buch gedrückt. Gedruckt, was ich so viel besser finde. Und es ist ein Island-Buch und es geht um Feen und es ist eine Liebesgeschichte mit drin. Also ich habe mal die erste Seite gelesen, die fand ich echt kitschig. Aber da so viele davon schwärmen, gehe ich mal davon aus, dass es sehr viel besser sein wird. Muss ich unbedingt mir noch zu Gemüt führen. Es ist jetzt kalt, also sollte ich das jetzt noch lesen. Genau. Weil, wann habe ich das geholt? Bekommen? Im September, da war es noch zu warm. Das geht nicht. Und ein Buch, das ich auch schon rezensiert habe, und da verlinke ich euch auch die Rezension, ist Halt die Klappe, Kopf von Lisa Sophie Laurent von YouTube. Die kennt ihr bestimmt. Wenn nicht, schämt euch. Geht auf ihren Kanal. Und es geht um ihren Burnout. Und wie sie das gemerkt hat, wie sie es verarbeitet hat. Und um sehr viele andere Themen. Aber da könnt ihr gerne, wie gesagt, meine Rezension zugucken. Ist ein Sachbuch theoretisch. So eine Mischung aus Teil Autobiografie und teilweise Sachbuch. Genau. War super interessant, super gut geschrieben und witzig war ihr Humor. Ich liebe diese Frau und ich liebe dieses Buch. Und deswegen bin ich sehr happy, dass ich das bekommen habe. Das war übrigens ein Rezensionsexemplar. Das war quasi das neue Rezensionsexemplar. Und das ist zwar ein Leseexemplar, aber wenn wir es trotzdem dazu zählen würden, könnten wir es auch noch mit dem August verrechnen. Dann habe ich meine Challenge auch da eingehalten. Ne? So. Also ein bisschen stolz auf mich bin ich. Also ich bin gar nicht so weit abgewichen. Waren viele Bücher, aber egal. Das waren Juli, August, September. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr findet Bücher. Ich hoffe, ihr schreibt mir, was ihr davon schon gelesen habt, was ihr wie fandet. Auch für die anderen, die das hier schauen und die Kommentare lesen. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Viel Spaß beim Lesen und bis bald. Ciao.